Hallo, da ist der Gusor wieder. Ja, es gibt wieder weiter epische Angriffe. So geil für Gusor. Gucken wir mal. Die letzten beiden. Und dann liebe ich den Clan. Ja, hat sich auch nochmal gelohnt, auf jeden Fall. Schön mit 10 Dreierdrachen auf jeden Fall. Heal, 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 heal. Nein, kein Heal. Okay. Ich hätte den Heal vielleicht verwendet. Aber wartet mal. War da nicht? Nee, 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 alles gut. Nee, man konnte irgendwie. Wie war denn das? Man kann im Inferno, Inferno-Death kann man nicht healen. So, da war doch was. Weil ich dachte schon, Drachen healen, ja, ja, klar, das geht. Aber wie gesagt, im Inferno nicht. Das will dann leider nicht. Sehr geil aufgeräumt, würde ich sagen. Na komm, Luftabwehr, komm. Aber genau, im Heal noch. Der Heal ist sehr geil gewesen. Der Heal war ziemlich cool. Habe ich schon gesagt, dass der Heal gut war? Junge? Gut gemacht, richtig gut abgezogen. Nice. Extrem gut. Ich meine, klar, man muss jetzt überlegen, die Drachen kosten natürlich auch was, aber egal. Ich meine, das war ein geiler Angriff und wir haben auch gut Ressourcen gezogen. Dunkles. Ja, schön geblitzt, wa? Auf jeden Fall. Wenn, dann wurde hier geblitzt. Ein K, genau. Ein K kriegst du mit einem Dreier. Mit drei Stück kriegst du ein K raus bei 3K. Wie gesagt, sehe ich genauso. Zack. Warum nicht? Warum nicht? Man kriegt ein K. Easy going. Auf jeden Fall. So, zack. Ja, dann liebe ich den Clan gleich wieder. Nee, eine Sache habe ich noch. Hier, bloß, dass ihr mal seht, hier läuft halt auch bei mir. Ihr seht's standardmäßig. Ja, was sagt man? Archgo oder Guarch? Aber in dem Fall ist ja der Anteil von den Archern größer, also denn ja eigentlich Archgo. So. Wie gesagt, auch wenn wir hier einen richtig Low-Magier-Turm haben, meiner Meinung nach, kaputt machen. Erstmal kaputt machen, weil sonst macht er meine Goblins kaputt. Wie gesagt, auch erstmal einen Teil. Nicht 20 Teile von der Base erstmal. Nein, den einen Teil machen wir erstmal. Jetzt kommen Goblins, wenn möglich, nicht im Bereich, wo die Minenwerfer gerade natürlich raufgehen können. So. Das läuft, da hatte ich gedroppt, dann kann ich in dem Bereich anfangen. So. Weil ich da ja jetzt eh nichts mehr machen kann. So. Goblins sind leer. Meine Bogies sind leer. Fertig. Nett. Cool. Innen drinnen und nicht reingekommen, gut, okay. Aber, so, und dann, ja, war es das halt. Habe ich eben etwas über 50% gehabt und fertig. Läuft. Wenig Ressourcen, verballert, relativ gut gezogen, fertig. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch reinkomme. Oder, ey, wir könnten, kleinen Moment, was könnten wir bauen? Der nicht, der ist ja erst 800, genau. Soll ich den bauen? Oder habe ich noch was anderes eventuell, dass ich was vergessen habe? Oh! Oh, ich weiß, wofür ich meinen. Hohoho, alles cool. Den habe ich ja komplett vergessen, Alter. Den habe ich ja sowas von vergessen. Muss ich ja mal ehrlich sagen.
Dass ich den auch schon bei 7 bauen. Ich dachte, ich habe das erst auf dem Schirm gehabt. Ich dachte erst bei 8. Cool. Oh, das gibt mir ja ganz andere Möglichkeiten. Also Rathaus Level 7 ist wirklich schon so der fetteste Sprung. Von wirklich von 6. 6 kannst du nur nichts. Du kannst gar nichts und nichts. So, und 7 kannst du alles. Irgendwo. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das halt eben noch in die Mauern stecke. Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall die hier noch hier, auch wenn ich da dann den Minenwerfer nicht höher machen kann, aber mir sind erstmal die Mauern noch mal ein bisschen wichtiger, sage ich mal fast. Und die hier will ich gerne schon zumindest auf 5 haben. Dass das nicht so ganz easy rüberkommt hier. So. Und dann habe es wird ja auch gleich wieder die ganze Kohle alle sein. Ja, was machen wir jetzt? Schubsen wir die Kaserne noch höher? Uiuiuiuiui. Ah, ist ein bisschen schwer. Ist echt ein bisschen schwer gerade. Was kostet 75? Naja, ich meine, da kommt man noch nicht wirklich weit. Nee, das lasse ich. Also mit den Mauern bin ich erstmal durch soweit. Dann kommt jetzt noch. Ja, nee, dann kommt hier Dev-Gebäude-mäßig noch was. Das kostet so viel, Alter, so viel. Dann hier nochmal. Komm. Und dann gehe ich damit raus. Und gehe wieder in Keep Calm rein, wenn ich reinkomme. Aber ich glaube, die Pokis sind so tief gesetzt. Ja, die sind gerade so tief. Egal, egal. Ich vergrab mich irgendwo und alles ist gut. Dann, ja, gucken wir mal, was global losgeht. Naja. Bis wenn die sich CW-Fighters nennen, gehe ich mal davon aus, dass die ein CW machen wollen und das will ich ja nicht. Er hat nichts gemacht. Na, dann gucken wir mal. Ach komm. Offen für alle. Ja, komm, lass mal reingehen. Warum kann ich da jetzt gerade. Ich muss mal gucken. Was? Killer Group. Ach so, ja, okay, wird er mir gar nicht. Ja, klar. Habe ich jetzt nicht. Ja, offen für alle, so. Aber es ist so super low. So ein bisschen mehr Wege schon. Und auf 1,5, aber ich habe nicht 1,5. Ach, ich versauere ein bisschen rum. Ich habe jetzt Bock auf ein bisschen alleine rum zu versauern. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Ihr haut mal bitte rein. Macht's gut, ciao, ciao.